Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und heute spielen wir keine Spielchen mehr, wenn es um die drei Objektive geht, die hier vor mir auf dem Tisch stehen. Ich vergleiche das Samyang 35mm 1.4 mit dem Sigma 35mm 1.4 und dem Sony Zeiss 35mm 1.4. Aber gleich mal eins vorweg, ich hoffe, ihr habt eine Menge Zeit mitgebracht, denn das wird wirklich keine leichte Entscheidung. Jedes Objektiv hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Und das, was es an der einen Seite gut macht, reißt es auf der anderen Seite mit dem Arsch wieder ein. Aber am Ende kommt es bei der Wahl, welches von den drei Objektiven für euch das Richtige ist, sehr darauf an, was ihr mit dem Objektiv machen wollt. Und so richtig falsch machen könnt ihr eigentlich mit keinem der Objektive irgendwas. Also Film ab! Wer den Kanal hier kennt, der weiß, dass ich persönlich bisher auf das Sigma 35mm 1.4 vertraut habe. Aber ich denke, der Vergleich ist nicht nur für mich interessant, da 35mm so ein bisschen Brot- und Butterbrennweite sind. Quasi Festbrennweiten immer drauf. Man kann durch die große Blende schön freistellen bei Porträts, man kann damit Astrofotos machen, man kann damit Landschaftsfotografie machen, man kann damit Citylife, man kann damit Architektur fotografieren, man kann Foodfotografie machen und sogar ein bisschen Makro durch die schöne Freistellung, wenn man nah rangeht. Deshalb habe ich mir kurzerhand auch noch das Sony Zeiss 35mm 1.4 gebraucht gekauft und von meinem Kumpel Sebastian das Samyang 35mm 1.4 geliehen. Wenn ihr mal auf Sebastians Instagram-Account vorbeischaut, seht ihr auch viele richtig nice Fotos, die er mit diesem Objektiv gemacht hat. Ich habe alle drei Objektive jetzt in den letzten drei Wochen wirklich auf Herz und Nieren getestet und einen Teil dieses Tests habt ihr ja bei dem Porträt-Blindtest schon gesehen. Und um den geht es erstmal jetzt. Wir lösen auf, welches Objektiv hinter welcher Nummer steckt. An alle, die es verstanden haben, nochmal danke fürs fleißige Mitmachen. Ich weiß, die Einstellungen waren nicht alle super perfekt gewählt, aber es ging auch nicht darum, dass ihr die absolute Schärfe der Objektive einschätzen sollt oder mir sagen sollt, ob der Autofokus super getroffen hat. Es ging einzig und allein darum, welches Objektiv euch am besten gefällt, also welche Nummer. Und dann natürlich noch versuchen zu erraten, hinter welcher Nummer sich welches Objektiv versteckt. Und die Antworten haben mich echt richtig überrascht. Wir haben 26 Antworten ausgewertet und 16 Mal hat Nummer 1 das Samyang 35mm 1.4 am besten gefallen. 8 Mal hat das Sigma 35mm 1.4 am besten gefallen und abgeschlagen mit gerade einmal 2 Stimmen das Sony Zeiss 35 1.4, was sich hinter Nummer 2 versteckt hat. Mir persönlich hat das Sony Zeiss eigentlich bis auf den absolut verkorksten Sonnenstern am besten gefallen, aber ihr habt mit euren Antworten so ein bisschen die Welt auf den Kopf gestellt, denn günstig, mittel, teuer hat also mit dem Gefallen der Objektive relativ wenig zu tun. Fragt man jemanden, der auf seinen Distagon 35mm 1.4 schwört, dann wird er euch was vom magischen Zeiss-Pop und den tollen Mikrokontrasten, die dieses Objektiv produziert, erzählen. Aber rein subjektiv betrachtet gibt es das einfach gar nicht. Aber ich vermute mal, hätte ich vorher gesagt, dass Nummer 2 das Zeiss ist, hätten automatisch mehr Leute zu diesem Objektiv tendiert und vielleicht auch ich. Aber so ein Porträtshooting ist natürlich bei weitem keine Betrachtung aller Qualitäten, die so ein Objektiv mit sich bringen muss. Da gehört natürlich noch deutlich mehr dazu, um am Ende restlos zu überzeugen. Zum Beispiel Schärfe, Vignette, chromatische Aberrationen, Autofokusgeschwindigkeit, Autofokusgenauigkeit, Videoautofokus und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich versucht, die drei Objektive unter möglichst vergleichbaren Bedingungen zu testen. Aber kommen wir erstmal zu den Eckdaten der drei Objektive. Quasi einem kleinen Spec-Check. Und den Anfang macht das Samyang 35mm 1.4. Das kostet regulär neu 550 Euro. Als Grauimport ca. 480 Euro und auf dem Gebrauchtmarkt ca. 450 Euro. Das gute Stück wiegt 645 Gramm, ist 115 mm lang und hat einen Durchmesser von 76 mm. Der Filterdurchmesser bei dem Objektiv beträgt 76 mm und am Bajonett ist es leider nicht abgedichtet. Der optische Aufbau sieht so aus, dass das Objektiv 11 Linsen in 9 Gruppen hat und 9 abgerundete Blendenlamellen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 30 cm und der Abbildungsmaßstab bei 1 zu 5,88. Leider ist der Fokus, wie bei vielen anderen Sony-Objektiven auch, als Focus-by-Wire ausgelegt. Und der ist hier wirklich sehr leichtgängig. Das heißt, manuelles Fokussieren macht mit diesem Objektiv nicht so richtig wirklich viel Spaß. Beim Design kann man dem Objektiv zugutehalten, dass es aus Metall gebaut ist, aber der Lack ist relativ empfindlich und das sieht man hier schon an einigen Kratzern am Tubus.
Vorgestellt wurde das gute Stück Ende 2017, also ziemlich genau vor circa einem Jahr. Das zweite hier in der Runde ist das Sigma 35mm 1.4 aus der Art-Serie. Das kostet neu 750 Euro, als Grauimport 700 Euro und gebraucht, weil es das ja noch nicht so lange gibt, ca. 730 Euro, aber dann natürlich kein gebrauchtes Grauimportobjektiv, sondern eins aus dem regulären Handel. Das Sigma ist das schwerste und auch das längste der drei Objektive. Es wiegt satte 155 Gramm, das sind 110 Gramm mehr als das Samyang und es ist 125 mm lang, also einen ganzen Zentimeter länger als das schon nicht ganz besonders kleine Samyang Objektiv. Beim Durchmesser kommt es auf 77 mm und als Filtergewinde kommt ein 67 mm Filtergewinde zum Einsatz. Als einziges der drei Objektive ist es hier am Bajonett mit einer Gummilippe gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet. Der optische Aufbau ist beim Sigma-Objektiv ein bisschen komplexer. Hier kommen 13 Linsen in 11 Gruppen zum Einsatz und es gibt ebenfalls 9 abgerundete Blendenlamellen. Die Naheinstellgrenze liegt wie beim Samyang auch bei 30 cm, aber dadurch, dass das Objektiv länger ist, kommt es auf einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 5,2. Der Fokus ist wie bei allen Sigma-Art Vollformat-Objektiven ein echter manueller Fokus mit Anschlägen bei unendlich und der Naheinstellgrenze. Noch dazu gibt es hier eine schöne Fokusskala, die euch anzeigt, wie euer Fokus gerade eingestellt ist. Beim Material setzt Sigma auf eine Mischung aus Metall und Hartplastik für den Fokusring. Aber man muss sagen, das Objektiv ist richtig schön verarbeitet, unempfindlich und eigentlich gebaut wie ein Panzer, aber leider wiegt es ja auch so viel wie einer. Vorgestellt wurde das Ende letzten Jahres, aber käuflich erwerben kann man das seit Anfang 2018. Und zu guter Letzt das Sony Zeiss 35mm 1.4. Neupreis satte 1400 Euro. Grauimport immer noch 1200 Euro und auf dem Gebrauchtmarkt so zwischen 1000 und 1100 Euro zu haben. Das Sony Zeiss ist das leichteste der drei Objektive mit nur 630 Gramm, also satte 125 Gramm leichter als das Sigma. Und es ist auch das kürzeste der drei Objektive. Es kommt nämlich nur auf eine Länge von 112 mm, also nochmal 3 mm kürzer als das Samyang. Und beim Durchmesser liegt es mit 78 mm auf Höhe des Sigmas. Als Filtergewinde kommen hier 72 mm Filter zum Einsatz, also etwas größer als bei den anderen beiden. Und leider ist das Objektiv auch nicht am Bajonett abgedichtet. Das heißt also, hier gibt es keine Gummilippe, die vor Staub oder Spritzwasser schützt. Aber laut Sony ist das Objektiv äußerlich gegen Staub und Spritzwasser geschützt, also anscheinend nur am Bajonett nicht. Aber für mich ist das ein echter Schwachpunkt und ich kann dem Ganzen dann nicht so richtig Vertrauen schenken, wenn dort einfach diese Gummilippe fehlt, die dort normalerweise hingehört, wenn man sagt, dass ein Objektiv gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet sei. Beim optischen Aufbau liegt so etwas in der Mitte, denn es kommt mit 12 Linsen in 8 Gruppen daher. Und hat ebenfalls, wie die anderen beiden auch, 9 abgerundete Blendenlamellen. Die Naheinstellgrenze liegt auch bei 30 cm und der Abbildungsmaßstab, dadurch, dass das Objektiv ein bisschen kürzer ist, bei 1 zu 5,55. Der Fokus ist hier leider, wie beim Samyang auch, als Focus by Wire ausgelegt. Aber der Fokusring hat ein bisschen Widerstand, das heißt, es ist nicht ganz so leichtgängig wie beim Samyang-Objektiv und macht manuelles Fokussieren doch etwas einfacher. Bei der Materialwahl hat sich Sony von oben bis unten für Metall entschieden und das ist auch gut so. Das Objektiv fühlt sich richtig schön hochwertig an. Aber leider ist der Lack ein bisschen empfindlich. Ich kenne das vom 24-70 Blende 4 und vom 16-35 Blende 4. Die waren beide in derselben Art gebaut und irgendwann kratzt der Lack einfach ab. Hier ist das jetzt zum Glück noch nicht der Fall. Also der Vorbesitzer ist damit anscheinend wirklich sorgsam umgegangen. Aber ich bin mir sicher, wenn ich das ein bisschen länger habe, sieht das irgendwann so aus wie mein 16-35 Blende 4. Ein Vorteil am Design, das Objektiv hat als einziges der drei hier einen Blendenring. Und das ist richtig schick, die Blende direkt am Objektiv einzustellen. Ihr hört schon die Klicks, aber die kann man auch ausschalten. Wenn man zum Beispiel filmt, will man eine smoothe Blende haben und dann kann man hier die Blende drehen und nichts ist zu hören. Und die Blende bewegt sich dann auch dementsprechend smooth. Das Objektiv wurde übrigens Anfang 2015 vorgestellt, also beziehungsweise ab Anfang 2015 konnte man es dann endgültig kaufen. Das war so der zweite Schwung Objektive, der für die erste A7 Generation vorgestellt wurde. Da hat das 35mm 1.4 und das 50mm 1.4 mit dazu gehört. Das wichtigste Merkmal eines Objektivs ist natürlich erstmal die optische Qualität. Und nachdem ich die Testfotos der letzten drei Wochen ausgewertet habe,
bin ich echt irgendwie ein bisschen verwirrt, denn alle drei Objektive liegen so verdammt nah beieinander, dass man zum Beispiel auf den Testchart-Fotos, die ich gemacht habe, mit bloßem Auge kaum einen Unterschied erkennen kann. Im Real-World-Einsatz, wo ich mir ein paar Motive gesucht habe, wo man die Schärfe vielleicht ganz gut einschätzen kann, sieht man dann minimale Unterschiede zwischen den Objektiven, aber trotzdem nichts, was jetzt irgendwie das eine Objektiv oder das andere mehr rechtfertigt. Das heißt, die Bildschärfe ist bei allen dreien so nah beieinander und das trotz 42 Megapixel Kamera. Das heißt, wenn ihr jetzt eine A7 III habt, seht ihr von dem Unterschied noch weniger. Das heißt, das Pixel-Peeping ist echt mit einer großen Prise Salz zu genießen. Ich packe euch die Bilder unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch die downloaden und selber vergleichen, was ihr von der optischen Qualität der Objektive haltet. Aber ich erzähle euch jetzt mal, was mir so beim Vergleichen der Bilder der drei Objektive aufgefallen ist. Zum Samyang gibt es auf der optischen Seite positiv zu sagen, dass es ein fast rundes künstlerisches Bouquet hat. Ab Blende 2.8 ist es extrem scharf in der Bildmitte. Ab Blende 4 dann auch an den Rändern und Ecken scharf. Und es hat eine mittelmäßige Vignettierung. Negativ ist zu sagen, dass das Objektiv bei Offenblende etwas soft und dreamy ist. Und leider ist es dezentriert. Das heißt, der rechte Rand ist schärfer als der linke Rand und diese Dezentrierung ist leider ein großes Problem bei Samyang Objektiven. Wir hatten das beim 12mm 2.0 schon, was wir getestet haben und das tritt wohl leider wirklich häufiger auf. Das Bokeh zeigt eine starke Ringbildung und das kommt daher, dass das Objektiv sehr mit chromatischen Aberrationen zu kämpfen hat. Das heißt, an den Kontrastkanten verschieben sich die Farben und dadurch bildet sich eben auch dieser Ring beim Bokeh. Und das Objektiv hat eine deutlich wärmere Farbwiedergabe als die anderen beiden. Und ich persönlich muss sagen, dass ich eigentlich eine neutrale Farbwiedergabe bevorzuge, um dann im Endeffekt im Lightroom den Bildlook zu erreichen, den ich haben will. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr durch diese wärmere Farbwiedergabe das Objektiv im Blindtest bevorzugt habt. Denn subjektiv gesehen bevorzugen Menschen wärmere Bilder. Zum Sigma gibt es positiv zu sagen, dass es deutlich weniger chromatische Aberration hat als die anderen beiden Objektive. Und es ist das beste Makro, also besser gesagt Semi-Makro. Es ist ja nicht wirklich ein Makro, aber es hat den besten Abbildungsmaßstab der drei Objektive. Und noch dazu den schönsten Sonnenstern. Also der ist wirklich richtig schön schick beim Sigma. Ab Blende 2.8 ist es dann sehr, sehr scharf in der Bildmitte und es hat die schwächste Vignettierung von allen dreien. Und noch dazu die wenigsten Lensflares und offenblendig ist es besser als das Samyang, aber trotzdem etwas schlechter als das Sony. Negativ ist beim Sigma anzumerken, dass das Bokeh eine starke Katzenaugen- oder Footballform hat und die Randschärfe lässt leider teilweise echt zu wünschen übrig. Und das hat mich echt überrascht, da ich bisher dachte, dass das Sigma gerade bei der Schärfe das beste Objektiv ist. Beim Sony gibt es positiv anzumerken, dass es für mich, für mein Empfinden, das schönste Bokeh hat, denn das ist kreisrund und gleichmäßig. Noch dazu ist es das schärfste Objektiv bei Offenblende. Über alle Bildbereiche ist es offenblendig am besten, das heißt in der Mitte, an den Ecken, an den Rändern und so weiter und so fort. Und es hat, wie gesagt, eine gute Randschärfe bei Offenblende, aber leider verbessert sich die durch Abblenden kaum noch. Negativ ist mir aufgefallen, dass es sehr stark unter chromatischen Aberrationen leidet und die stärkste Vignette aller drei Objektive hat. Und natürlich dieser unterirdisch schlechte Sonnenstern, den ihr ja im Blindtest schon gesehen habt. Ab Blende 2.8 gibt es dann leider keine signifikante Verbesserung der Mittenschärfe mehr, also zumindest nichts, was auf meinen Testfotos sichtbar wäre. Ach ja, und das hätte ich fast vergessen zum Thema optische Qualität, und zwar das Thema Chroma. Jetzt fragt ihr euch, was ist Chroma und wann ist das wichtig? Chroma spielt vor allem bei Astrofotografie eine Rolle. Und was ist Chroma? Das ist Chroma. Dieses Bild wurde mit dem SLR Magic 35mm 1.2 aufgenommen, um euch zu zeigen, was Chroma ist. Chroma heißt das Ganze, weil das aussieht wie ein Komet, der sich durchs All bewegt und da heißt das Ganze nun mal so. Aber man kann dazu quasi auch sagen, dass Lichtquellen, die sich nah am Rand oder in den Ecken des Bildes befinden, langgezogen und unschön werden. Und wie man hier gut sehen kann, leidet das Samyang ein bisschen unter Chroma. Das Zeiss zeigt fast gar keine Anzeichen von Chroma und das Sigma liegt irgendwo so ein bisschen da in der Mitte. Wenn man die Schärfe bei Offenblende und das Chroma betrachtet, würde sich das Sony Zeiss Objektiv am besten für Astrofotografie eignen.
Aber selbst die optische Qualität ist noch nicht alles, was ihr bei eurer Kaufentscheidung beachten solltet. Wie wäre es denn zum Beispiel mit der Autofokusgeschwindigkeit und Autofokusgenauigkeit? Dafür habe ich ein etwas extremes Szenario gewählt, nämlich Downhill Mountainbiking bei extrem wenig Licht. Bei der Serienbildgeschwindigkeit im High-Plus-Modus der Sony A7 III nehmen sich alle drei Objektive nichts und kommen so circa maximal auf 8 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wenn ihr die vorne A9 hängt, dann erreicht ihr damit auch keine 20 Bilder pro Sekunde. Dafür braucht ihr schon ein G-Master-Objektiv, denn die fokussieren deutlich schneller. Aber 35mm 1.4 Objektive sind auch weniger für solche Szenarien gedacht. Alle drei Objektive, beziehungsweise wahrscheinlich eher die A7 III, hatten Probleme mit dem Tracking bzw. der Erkennung des Motivs. Hier wäre dann wieder echtes 3D-Tracking wirklich schön bei Sony. Hatte die Kamera das Motiv einmal, hatte eigentlich nur das Samyang Probleme und zwischendurch Out-of-Focus-Bilder mit dabei. Die anderen beiden nehmen sich echt wenig, wenn es um die Treffsicherheit geht und haben selbst in dieser Extremsituation gute Arbeit geleistet. Aber was mich etwas überrascht hat, beim Sigma-Objektiv waren doch irgendwie die meisten scharfen und richtig getrackten Bilder dabei. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass sich die Kamera mit dem Sigma-Objektiv einfach besser bewegt hat, sodass sie das Motiv besser verfolgen konnte. Also das mal nicht ganz so ernst nehmen. Ich denke, Sigma und Sony-Objektiv nehmen sich von der Autofokus-Treffsicherheit nicht besonders viel. Nur das Samyang fällt leider etwas ab. Der Augenautofokus beim Portrait-Shooting hat eigentlich bei allen drei Objektiven wirklich zuverlässig funktioniert. Die Bilder, die leicht unscharf sind, würde ich eher auf zu viel Bewegungsunschärfe durch die Verschlusszeit schieben, als auf falschen Fokus. Beim nächsten Mal schraube ich dann doch lieber die ISO hoch, als mit der Belichtungszeit auf eine 40stel Sekunde runterzugehen. Und ein auch nicht ganz unwesentlicher Punkt beim Thema Autofokus ist der Videoautofokus. Und dort gibt es zwischen den drei Objektiven doch relativ massive Unterschiede. Hier spielt das Zeiss natürlich den Vorteil aus, dass es kein Drittanbieterobjektiv ist und überzeugt mit sanften Übergängen und Fokusfahrten. Eigentlich genau so, wie man sich das vorstellt und auch erwartet. Nur wenn es etwas starke Kontraste im Bild gibt, von hell zu dunkel und so weiter und so fort, dann hat auch das Zeiss leichte Probleme. Das Sigma dagegen hat, wie schon vor einer Weile festgestellt, echte Autofokusprobleme im Videomodus. Auf schnell und normal bewegt sich der Autofokus in Sprüngen. Er pumpt zwar kaum und trifft auch zuverlässig, aber diese Schritte sehen natürlich wirklich einfach nicht schön aus. Wenn ich bisher mit dem Sigma und Autofokus gefilmt habe, dann habe ich das mit der langsamen Video-Autofokus-Geschwindigkeit gemacht. Aber die ist eben wirklich arschlahm und träge. Das sieht man deutlich, wenn man irgendwelche Details mal kurz in die Kamera zeigen will, dann wartet man wirklich teilweise 10 Sekunden, bis der Autofokus fokussiert hat. Zumindest springt der Fokus dann aber nicht. Und auch das Samyang bleibt leider nicht von Problemen verschont. Leider pumpt es in einigen Situationen wirklich verdammt unschön vor sich hin. Meistens hilft es dann wirklich nur, den Auslöser nochmal halb durchzudrücken, um das Objektiv dann wieder zur normalen Mitarbeit zu bewegen. Wenn es ordentlich läuft und nicht gerade vor sich hin pumpt, hat es aber auch relativ sanfte Übergänge und kann bei gutem Licht mit dem Zeiss mithalten. Manchmal, aber deutlich seltener, tritt dieses AF-Pumpen übrigens auch bei Fotos auf. Aber das ist trotzdem noch nicht alles, was es zum Video-Autofokus zu sagen gibt. Gerade wenn man dann ins Detail geht und sich das genau betrachtet, sieht man dann gerade am Bokeh und wie sich das verändert, wie weit das Zeiss die Nase vorn hat, vor dem Samyang und vor dem Sigma-Objektiv. Was mich aber daran etwas wundert, ist die Tatsache, dass ja der Sony E-Mount ein offener Mount ist. Das heißt, jeder Hersteller kann Objektive für den Mount bauen und Sony legt die komplette Dokumentation für den Sony E-Mount offen. Das heißt, ich frage mich, woran liegt es, dass das Sony Zeiss-Objektiv so viel besser fokussiert im Videomodus? Im Fotomodus gibt es kaum Unterschiede, da sieht man diese Sprünge aber auch nicht. Aber im Videomodus ist es dann doch bemerkenswert, wie viel besser das Sony Zeiss-Objektiv hier fokussiert. Aber rechtfertigt das nun, dass das Zeiss dreimal so viel kostet wie das Samyang? Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, was mir bei meinen Tests aufgefallen ist und euch vielleicht eine kleine Empfehlung zu geben. Quasi so ein Fazit. Aber ich hoffe, ihr habt anhand von meinen Tests jetzt schon relativ gut euch selbst ein Bild machen können, welches Objektiv vielleicht für euch das Richtige ist. Das Zeiss ist im Vergleich sauteuer. Also Neukauf würde für mich wirklich nicht in Frage kommen bei einem Preis von 1400 Euro. Ich habe dafür gebraucht 1050 Euro bezahlt und das ist schon näher an dem, was die anderen beiden kosten, aber natürlich trotzdem immer noch fast doppelt so viel wie das Samyang. Was man sagen muss, es ist das kleinste und leichteste 35 1.4 von den dreien hier und natürlich, es hat den besten Video-Autofokus
und auch einen sehr guten Fotoautofokus. Bei Offenblende ist es über alle Bildbereiche das schärfste Objektiv, aber wird dann beim Abblenden von den anderen beiden überholt. Leider hat es mit chromatischen Aberrationen zu kämpfen und die sind wirklich heftig und den mit Abstand hässlichsten Sonnenstern. Dafür ist aber wiederum das Bokeh kreisrund. Angeblich ist es abgedichtet, aber es hat keine Gummilippe am Bajonett, also würde ich dem Braten nicht so richtig trauen. Insgesamt aber wirklich solide Leistung und dadurch, dass es bei Offenblende am schärfsten ist und man so ein 35 1.4 ja eigentlich meistens bei Offenblende verwendet, ist das schon mal ein echter, richtig krasser Pluspunkt. Noch dazu eben der Videoautofokus, der wirklich die anderen beiden um Längen schlägt. Vom Design her gefällt es mir persönlich am besten, aber irgendwie ist die Gegenlichtblende ein bisschen hässlich geraten. Thema Blendenring, wirklich nice to have, aber für mich definitiv kein Kaufkriterium, denn es geht auch ohne und muss es ja bei fast allen anderen Objektiven sowieso. Das Objektiv ist Focus by Wire, wie eigentlich alle Sony-Objektive auch. Dafür hat der Fokusring aber ein bisschen Widerstand, so dass manuelles Fokussieren nicht ganz so eine Geduldsprobe wird, wie zum Beispiel beim leichtgängigen Samyang. Und noch dazu kann der Video-Autofokus das ja auch wirklich gut kompensieren. Das Sigma bildet vom Preis her den guten Mittelweg zwischen dem teuren Sony und dem günstigen Samyang und überzeugt vor allem mit dem eigentlich besten Foto-Autofokus, was man ja eigentlich von einem Drittanbieter-Objektiv nicht auf Anhieb erwarten kann. Leider ist es am Rand nicht ganz so scharf wie zum Beispiel das Sony, aber dafür ist die Mitte selbst bei Offenblende knackscharf. Das Sigma überzeugt optisch vor allem dadurch, dass es die schwächsten chromatischen Aberrationen der drei Objektive hat, noch dazu die schwächste Vignette, das beste Lensflare-Verhalten, den besten Abbildungsmaßstab und den schönsten Sonnenstern der drei Objektive. Auf der negativen Seite steht das Bokeh, was leider eine Katzenaugen- bzw. Footballform hat. Materialwahl und Verarbeitung sind wirklich super, das Ding wirkt wie ein Panzer von einem Objektiv, aber leider merkt man das eben auch am Gewicht. 125 Gramm mehr als das Sony, das ist so viel wie ein 35 2.8 alleine wiegt. Dafür ist es aber am Bajonett abgedichtet, hat eine Fokusskala obendrauf und als einziges der drei Objektive einen echten manuellen Fokus mit Anschlag bei unendlich und Naheinstellgrenze. Also perfekt geeignet für alle, die beim Filmen lieber manuell fokussieren, also den Fokus selbst ziehen. Der Videoautofokus ist dagegen die größte Schwachstelle des Objektivs, denn den kann man eigentlich kaum verwenden, wenn man damit professionell arbeiten möchte. Also zumindest nicht auf schnell oder auf normal. Das Samyang-Objektiv hat mich wirklich sehr überrascht, denn für nur ein Drittel des Sony-Preises bekommt man hier ein richtig gutes Objektiv, was vor allem euch vom Look her absolut überzeugt hat und den Blindtest mit Abstand gewonnen hat. Der Foto-Autofokus ist zwar nicht immer absolut treffsicher, aber in solche Extremsituationen kommen wahrscheinlich die wenigsten mit einem 35 1.4 im Alltagsbetrieb. Bei Offenblende ist das Samyang zwar etwas soft und dreamy im Vergleich zu den anderen beiden, aber dafür braucht man nur auf Blende 2 abblenden, um dann ein in der Mitte richtig knackscharfes Bild zu erhalten. Leider ist es beim 35 1.4 so wie bei den meisten anderen Samyang-Objektiven, die zum Beispiel ich bisher in den Händen hatte. Das 12mm 2.0 war auch dezentriert und das hier ist es leider auch. Der rechte Bildrand ist schärfer als der linke und das zieht sich wie so ein roter Faden durch Samyangs Objektive und liegt wahrscheinlich einfach an einer unzureichenden Qualitätskontrolle. Also es muss nicht sein, dass ihr ein dezentriertes erwischt, aber die Chancen stehen recht gut. Ab Blende 4 sieht man dann von der Dezentrierung nicht mehr viel, also wenn ihr Landschaft fotografiert, Blende 4 oder höher und ihr habt keine Probleme damit, dass ein Bildrand schärfer ist als der andere. Beim Sonnenstern gibt sich das Samyang Objektiv keine Blöße. Das Bokeh ist leider weit weg von optisch perfekt, aber es hat echt einen richtig guten eigenen Look und Charakter, der bei euch anscheinend auf richtig viel Gegenliebe stößt. Für mich persönlich ist das Bokeh etwas zu verspielt und unruhig. Wenn ich solche Bokehs haben will, dann nehme ich dafür zum Beispiel hier das 35 1.2 von SLR Magic, was wirklich ein krasses Bokeh macht, aber natürlich ist das manuelles Objektiv. Beim Design gibt es ein paar Schwachpunkte am Samyang, zum Beispiel, dass der Lack relativ empfindlich ist und schnell zerkratzt. Und der extrem leichtgängige Fokusring, mit dem das echt keinen Spaß macht, manuell zu fokussieren. Und auch der Video-Autofokus kann das hier leider nicht kompensieren, denn der zeigt dieselben Sprünge wie beim Sigma-Objektiv. Und ab und zu fängt er sogar an, wie wild zu pumpen, so dass man dann nochmal den Auslöser drücken muss, um das Objektiv wieder zur normalen Mitarbeit zu bewegen. Neu kaufen würde ich das Objektiv nur, wo man es problemlos und am besten kostenlos zurückschicken kann, denn nur so kann man sicher gehen, dass man kein dezentriertes bekommt. Gebraucht kaufen auch nur, wenn man es vorher ausprobieren kann und die Schärfe der beiden Ränder miteinander vergleichen kann. Grauimport würde bei diesem Objektiv für mich nicht in Frage kommen,
da dort viel zu viele Probleme auftreten können beim Rückversand. Die Frage, welches Objektiv für euch das richtige ist, müsst ihr euch natürlich selbst beantworten. Aber für mich war der Test selbst sogar extrem interessant, da ich bisher eigentlich dachte, mit dem Sigma-Kauf alles richtig gemacht zu haben und zumindest das optisch beste 35mm 1.4 zu besitzen. Da ich aber leider verdammt viel mit Autofokus filme und eben mit diesem 35mm 1.4, werde ich mich höchstwahrscheinlich nach 6 Jahren mit der Nikon, Canon und nun Sony E-Mount Version vom 35mm 1.4 aus der Art-Serie verabschieden und das Zeiss behalten. Denn irgendwie hat mich das einfach überzeugt. Erstens der verdammt gute Video-Autofokus, an den die anderen beiden leider nicht rankommen. Dann, dass es bei Offenblende über alle Bildbereiche am schärfsten ist, was natürlich für Videos nicht so interessant ist, aber für Fotos dafür umso mehr. Noch dazu das beste Koma-Verhalten und es ist das kleinste und leichteste 35mm 1.4. Vielleicht ist dann auch noch neben dem hier Platz für ein 24mm 1.4 G-Master in meinem Rucksack. Mit den Nachteilen kann ich ganz gut leben, direkt in die Sonne fotografiere ich damit kaum, also ist der Sonnenstern nicht ganz so wichtig. Die chromatischen Aberrationen stören natürlich, aber die bekommt man mit Lightroom ganz gut in den Griff. Wenn ihr mich jetzt nach einer generellen Empfehlung fragen würdet, also in Abwägung von Preis und Leistung, dann würde ich euch trotzdem zum Sigma raten, denn auch wenn das Samyang noch mal eine Ecke günstiger ist und einen schönen, unverkennbaren eigenen Look hat, der euch anscheinend richtig gut gefällt, so ist optisch und technisch eigentlich das Sigma deutlich überlegen. Zum Beispiel hat es deutlich weniger chromatische Aberrationen, ist bei Offenblende in der Bildmitte deutlich schärfer und auch an den Rändern, wenn da auch nicht ganz so deutlich. Noch dazu ist es viel besser verarbeitet, abgedichtet am Bajonett, hat einen manuellen Fokusring, den besten Sonnenstern, das beste Lensflare-Verhalten, die geringste Vignettierung und so weiter und so fort. Der einzige Vorteil des Samyang-Objektivs gegenüber dem Sigma sind Größe, Gewicht und Preis. Optisch, technisch, wie gesagt, das Sigma die deutlich bessere Wahl. Ich hoffe wirklich, dass ich euch mit diesem Video bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen konnte. Und falls ihr euer neues 35mm 1.4 über einen der Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung bestellen würdet, würdet ihr damit unseren Kanal unterstützen und dafür sorgen, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like und euer Abo da. Und wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, gebt uns eins auf die Glocke. Dann bekommt ihr auf eurem Smartphone eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von uns online ist. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, woran es gelegen hat, damit wir uns demnächst weiterhin verbessern können. So und jetzt, ciao, bis zum nächsten Mal.